manchmal sehr große Verschiedenheiten. Deswegen hoffe ich, dass Sie unseren Antrag annehmen. Vielen Dank. Das Wort bekommt nun Herr Holster für die SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Frau von Treuenfels, nochmal zur Klarstellung. Also Sie erwecken ja den Eindruck, als würde es gar keine Durchlässigkeit geben. Die gibt es sowohl Jahrgang 5, Jahrgang 6, Jahrgang 10 und nach Ausnahmen auch in den anderen Jahrgängen. Das muss man hier, glaube ich, einmal deutlich sagen, dass diese Ausnahmen immer möglich sind. Und was ich auch nicht verstanden habe, wir haben das am Freitag ja im Schulausschuss schon mal so angedeutet, da gab es ja die eine oder andere Frage, die haben Sie jetzt auch nicht beantwortet. Was ist eigentlich die Verbesserung für die Gymnasien oder für die Stadtteilschulen in der Unterrichtsqualität, wenn wir eine noch höhere Durchlässigkeit zulassen? Auch das bleibt hier in Ihrer Rede völlig unklar und auch einen sehr einseitigen Blick, den Sie hier von Richtung Gymnasium und Richtung Stadtteilschule gemacht haben. Und das werden wir hier so heute auch nicht unterstützen. Dann würde ich gerne noch mal auf einen Punkt hinweisen, nämlich auf die Erfahrung aus der Vergangenheit. Wie war es eigentlich noch unter dem Drei-Säulen-Modell, Frau von Treuenfels, als wir noch Gymnasien, Gesamtschulen und Haupt- und Realschulen hatten? Da haben wir die Erfahrung gemacht, dass Schülerinnen und Schüler sehr, sehr lange auf den Gymnasien, ich nenne es mal, gehalten wurden, zu spät umgeschult wurden. Und ich kann das als Erfahrung als Hauptschullehrer sagen. Diese Schülerinnen und Schüler waren schwierig aufzubauen. Hier haben wir mit sehr viel Mühe es häufig nur hinbekommen, dass überhaupt erstmal der erste Schulabschluss absolviert wurde, um dann den zweiten auch noch zu erreichen. Und ich glaube, da wollen wir nicht zurückfallen in diese alten Zeiten. Ein zweiter Aspekt, auch den lassen Sie völlig außer Acht. Wir haben jetzt schon, wenn wir den Jahrgang 7 an einer Stadtteilschule neu organisieren müssen, mit einer ganz hohen Anzahl von Umschulungen ja zu rechnen. Das muss ja auch organisatorisch an den Stadtteilschulen geleistet werden. Das muss ja geleistet werden. Und wenn wir die Durchlässigkeit erhöhen, haben wir immer wieder auch größere Schülerzahlen in Jahrgang 8 oder 9. Und ich glaube, das kann nicht Ziel sein, hier die Stadtteilschulen noch stärker mit einer Organisation von Klassen zu belasten. Und dann haben Sie eben gesagt, lassen Sie uns doch den Antrag in den Schulausschuss überweisen. Frau von Treuenfels, es lohnt sich mal auf die Drucksachen im zu schauen, die wir schon in den Schulausschuss überwiesen haben. Also entweder haben Sie jetzt den Petitumspunkt 8 von Frau Prien abgeschrieben, nämlich da haben wir nämlich schon im Schulausschuss genau diesen Punkt, G8 verbessern, glaube ich, Petitumspunkt 8, Durchlässigkeit lockern. Also wenn Sie es diskutieren wollen im Schulausschuss, liegt alles schon dort, können wir da dann gerne tun. Dieser Antrag ist heute abzulehnen, braucht nicht überwiesen werden, ist überflüssig. Dankeschön.